Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Minecraft Sky auf Killerriegel seinem Server. Und wir sind in der letzten Folge im Aether Dungeon stehen geblieben, wo wir einen von den drei Bossen gekillt haben, die wir brauchen, um dort reinzukommen. Und da hinten sehen wir schon den nächsten, ne? Den wir definitiv auch noch... Oh, jetzt hinterrücks greifen diese Fische an. Ich hasse die. Ich hasse die wie die Pest. Und da ist der Spawner dazu. Ja. Ach, fucking Trollkiste auch noch. Warte mal. Buch fliegt mal weg. Buch kommt wieder her. Boah, jetzt muss ich mich noch selber bewegen hier. Ja, du bleibst... Nee, da holen wir mal das Essen jetzt hin. Das Buch braucht man nämlich erst einmal nicht. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Ja, wir müssen jetzt noch zwei Zwischenbosse besiegen. Einer ist da und einer ist hier. Dass wir dort reinkommen. Ich habe allerdings die Befürchtung, dass das nicht viel bringt, weil das Dungeon wie das andere aufgebaut ist. Und da wurde mir gesagt, ich kann mit meinem Inventar den Endboss nicht besiegen, nicht angreifen, was auch immer. Ich weiß es selber nicht, warum. Das ist mir bis heute noch ein Rätsel. Aber gut, hier scheint es nicht weiter zu gehen. Hier geht es nur hoch und noch höher. Immer schön hoch hinaus hier. So, hier flattert so einer rum und so einer. Aber keine Kiste. Ah, wo war jetzt der Spawner dort? Den müssen wir abbauen, sonst werden wir gleich wieder Kürre im Kopf. So, natürlich auch hier wieder keine Kiste und hier auch nicht. Boah, das sind die explodierenden Teile. Ja gut, mal rausfliegen hier. Ich würde sagen, wir gehen zu den Bossen und hauen diese um. Denn wir wollen ja vorankommen. So, kurz was snacken. Einen kleinen Heileffekt geben. Und auf geht's. So. Boah, was fällt dir ein, ey? So, der nächste Zwischenboss ist umgehauen worden. Haben nicht wirklich was bekommen. Schade eigentlich. So, du verschwindest, Spawner. So, hier ist auch nochmal so ein Kack-Spawner. Braucht gar nicht versuchen, mich anzugreifen, denn ich bin euch immer einen Schritt voraus. So, weg damit. Was ist das? Emily von Creaken. Ist das eine Schaltplatte? Aufnahme, okay. Ja, die behalten wir mal vorsichtshalber. So. Alles klar, hier wird man erstmal Kürre gemacht im Kopf. Das heißt, der Spawner muss verschwinden. So. Wir suchen jetzt noch mal ganz kurz eine Chest, wo ich den Spawner reinpacken kann.
Hier sind diese explodierenden Teile, die ich auf den Tod nicht ab kann. Hallo, verschwindet ihr mal? Oh, da ist noch einer. Da ist noch einer. So, weg damit. So, die Teile wollte ich behalten. Fleisch brauche ich nicht. Für was das Geld ja auch immer gut ist, beziehungsweise warum das überhaupt aktiviert ist, frage ich mich, da man nichts kaufen kann. Das ist nämlich deaktiviert in-game. Oh, ich habe schon alle Fackeln verbraucht. Alles klar. So. Eures kleines Süd-Dingsbums-Teil. Kann ich dich denn jetzt ausrüsten? Ja! Yay! Wir haben einen Erfolg bekommen. Du kommst aber wieder hier rein. Denn wir wollen den hier jetzt umhauen gehen. So. Frage mal. Du hast da eh keine Chance. Du machst mir nicht mal Damage. Hupa! Da war er down. Dass die hier in den Boden backen, die Teile. So, es gab nichts an Belohnung, aber wir haben den dritten Boss umgehauen. Das heißt, es öffnet sich jetzt das Türchen hier für uns. So, und wir haben wieder den Boss vom ersten Dungeon, wo ich nicht weitergekommen bin, offline. So, ihr seht. It's Rock Soldier Block. Hackmesser World Walk on This. Hackmesser, was ist das denn schon wieder? Oh! Den habe ich ja ganz übersehen. Holy! Wir gucken mal ganz kurz. Das da unten, Valkyr-Spitzhacke. Die kann man nicht craften. Graffiti, Eichenholz-Spitzhacke, Heilige Spitzhacke. Alles klar. Ich müsste vielleicht mal ganz kurz hier hochflattern. Das Spiel ganz kurz auf Englisch umschalten. Das dauert jetzt einen kurzen Moment. Ja, für alle, die es noch nicht wissen, ich habe einen Discord, auf den kann jeder kommen, der möchte. Da könnt ihr mit mir reden, mit mir schreiben, da erfahrt ihr alles Neue, was es über mich zu erfahren gibt, über meine nächsten Projekte und so weiter. Und was gibt's da noch? Ich habe eine nette Community, ich habe sehr nette Mods, die euch auch Fragen beantworten können. So, jetzt gucken wir nochmal. A Rock Soldier Block, a Hackmesser. Was ist a Hackmesser? Das ist von Botania. Flammschwert, Phönix Dart Shooter. Ja gut, was ist ein Hackmesser? Vielleicht eine Axt? Nein. Ja gut.
hier. Oh, haben wir gleich noch ein paar Erze. Ist auch immer gut. Ich brauche Holz. Holz, Holz, Holz. Scheibenhonig. Irgendwo gab es eine Kiste mit Holz. Irgendwo gab es eine Kiste mit Holz drin. Nein, hier nicht. Da kann... Ja, genau, die Steine brauche ich. Hier haben wir noch eine Kiste. Nein. Nein. Mist. Das ist jetzt Kacke. Ach, kommt schon. Meine Güte. So, da gab es auch kein Holz. Ah, ich weiß nicht, ob das jetzt was bringt, wenn ich schnell meine ME hier aufbaue. Wo war jetzt... Hier war der Endgegner. Hier gab es nichts mehr. Gut. Wir... Nee, das brauchen wir nicht. Das hier brauchen wir. Einmal unsere Stromversorgung. Einen Festplatten-Drive. Och, komm, haut doch ab, ey. Energieleitung. Jetzt hab ich den Kack-Spawner schon wieder hier drinne. Was brauchen wir noch? Ich hasse diesen Spawner. Das brauchen wir. Ein Kabel brauchen wir. Hab ich euch schon gesagt, dass ich diesen Spawner hasse? So. Festplatten. Wir hauen mal die hier rein. Okay, dann brauche ich doch noch das Teil. Nochmal ein Energy Cable. So, jetzt gucken wir mal kurz nach Holz. Kein Holz. Machen wir die Festplatte noch rein. Holz, Holz, Holz. Da haben wir etwas Holz. So, mehr braucht man nicht. So, die Festplatten nehmen wir wieder raus und packen sie weg. So, dann als erstes unsere Energiequelle. Das Kabel, das Kabel, das Kabel und das. So, der Drive. Das Teil und die Teile. So. Und noch das Kabel. So, wir wollen jetzt als erstes das Holz. Genau. So. Und so. Wir machen uns. Okay, das geht dann wohl nicht, wie ich mir das gehofft habe. Ja gut, dann haben wir jetzt ein Problem. Ich weiß nicht,
wie ich an den dort rankommen soll. Bogen wird auch nichts bringen. Nee. Die Pickaxe bringt auch nichts. Ah, das ist zu... Ey, der herfliegende Gelumpe, das nervt mich gerade. Hier haben wir eine Kiste. Rein damit. Rein damit. Aber hier haben wir dieses... Hier haben wir das Holz. Und das. Komm, flieg mal hinterher. Gut. Wir versuchen das einfach mal. Vielleicht bringt das ja was. So, wir haben auf jeden Fall eine Axt. So, wenn die jetzt nichts bringt. Gut. Ja, meine lieben Freunde, das ist wie bei meinem anderen Dungeon. Ich komme hier einfach nicht weiter. Ich weiß nicht, wie ich das machen kann, tun soll, wie auch immer. Hier wird ja auch nichts drin stehen in den Achievements. Like Bosu, Soldier's Labyrinth. Ja, keine Ahnung, was du jetzt von mir willst. Postmortem Spirit. Gravity Tool to make a block fly. Ja, keine Ahnung. Ich hab hier auch keine Seiten, um mir das abzuspeichern. Ich habe aber schon ein Dungeon hier drinnen im Buch abgespeichert. Hier oben. Kann man ja mal hingehen. Da sind wir hier. Hier ist der gleiche Boss, wo ich so, ja, das gleiche Problem habe, dass ich nicht weiterkomme. Den werde ich im Buch lassen. Ich werde mich mal schlau lesen. Ob wir da nicht vielleicht doch irgendeine Lösung finden. Und jetzt habe ich schon wieder irgendwas eingesammelt. Ein Ei. Eine Feder. Und ja gut, hier läuft's. Schon wieder was eingesammelt. Der Sascha kann seine Eier gerne selber behalten. Ja, bei ihm läuft's. 1300 Dias. Ja, keine Ahnung. Ich werde mich schlau lesen und vielleicht findet man in der nächsten Folge eine Lösung, wie ich da am besten weiterkomme. Und wenn nicht, dann müssen wir uns mit den Achievements beschäftigen. Die kann man ja auch noch machen. Deswegen würde ich sagen, endet die Folge hier. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Kommt auf meinen Discord, lasst uns schnacken und schreiben. Und ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.